Oh ja, yeah, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Luigi's Mansion. So, wo wir back in business sind und ich vielleicht nicht die Ahnung habe. Vielleicht Teppich? Nein? Bitte? Aber was oben? Mario! Sonst nach Mario suchen. Das Ding da. Okay. Für einen Goldbahn. Das ist ja zu. Ach, das heißt, da gibt es noch eine Sache, die wir erkunden müssen. Dafür sind die Lichter da. Was da haben wir? Was da haben wir? Stuhl und Tisch. Okay, süß, Mario sagt. Mario! Wo bist du? Mario! Wo bist du? Mario! Wo bist du? Das Ding da oben hatten wir. Noch irgendwas auf dem Boden? Was da wackelt? Das wackelt ja sonst alles. Also was auch dingsbar ist. Ja. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Nee. Achso, wir müssen alle. Oh. Wer hat die Kerze gelöscht? Entweder du, Froschgrün. Nun, dunkle Gemeinde, wegen Galerie gefahren. Sie nehmen die Dunkelheit und du kriegen sie dich. Jetzt bist du dran, buh. Aber wir haben ein Training abgeschlossen. Dir wird es nicht gehen wie zuvor diesem Rotkäppchen. Auf dass du in der Dunkelheit immer her ist, auf ewig. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Sag schon. Mach dich auf sie gefasst. Oh, scheiße. Hopp. Danke, wunderbar. Okay. Alles wunderbar. War doch sogar total einfach. Oh Mann, ey. Hab mich einfach verarschen lassen. Aber jetzt bekommen wir einen Key. Mit dem kommen wir natürlich weiter. Ah, das ist der für den. Was haben wir? Erstes, zweites, aha, Stock und dann halt natürlich den Außenbereich. Das heißt, wir haben aber den Schlüssel dafür. Machen wir jetzt hier rein. So, alles kein Problem. Luigi hat alles unter Kontrolle. Sagt ja, alles unter Kontrolle, kein Problemo. Wir sind hier in der Schreckenskammer. Oh, das wird doch ein bisschen leicht. Ja, GG.
nie schreckhaft sein bei diesen Geißen. Weißt du, was seine Haupteigenschaft ist? Oh Mann, ich nehme zuerst den Härter ran. Aber kein Problem. Oh, Alter. Na, hier geht's schon gut ab, ey. So, danke sehr. Ja, so jagt man. So jagt man. Easy. Würde ich sagen. Geld regen. Na, wow. Geh doch dran. Scheint wohl nichts da zu sein. Luigi summt immer schön ruhig vor sich hin. Als ob es nichts wäre. Aber wahrscheinlich müssen wir darüber. Oh mein Gott. Hier sieht es gefährlich aus. Luigi. Oh mein Gott! Irgendwie macht mir das Spiel schon Spaß. Oh mein Gott! Gott, was ist das denn? War das ein Techno-Beatdown? Oh mein Gott! Okay. Okay, funktioniert so wie die anderen. Anscheinend. Alles eigentlich einfach in dem Spiel. Ja, Alter, Luigi! Kann doch nicht passieren! Gut, die einfachen Geister sind wirklich nicht das Problem. Ah, wenn er die Bananen hier hinlegt, ja, das kann. Das kann ich sofort erledigen. Wunderbar. Mit den Bananendingern. Da scheint nichts zu sein, aber ich denke, hier kommt noch einer raus. So, danke sehr. Du bist sowieso easy. Danke sehr. Oh, die Räume zu clearen. Boah, zum Glück können wir auch. Zum Glück können wir das runtersaugen. Alter Schwede. Das wäre es uns gewesen hier, ey. Der nächste Schlüssel. Schön. Ah, geht einfach runter. Aha. Wir sind hier im Ankleidezimmer. Das heißt, hier machen wir wieder. Ah, hier dürfen wir sogar. Dort. Ah, Mario, wo bist du? No. Was, Luigi? Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Bitte, bitte, rette Mario. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn nicht finden. Wo mag er wohl stecken? Mario. Wenn ich irgendwas für dich tun kann? Ah, speichern. Speichern. Das Spiel schon wurde gespeichert. Aber ich sehe ihn nicht. Na egal. Wir werden das schon wissen. Ich liebe diese. Look at the souls. Luigi. Moment, mal Luigi. Ich bin's, Professor Igitt. Ich erhalte Messwerte von Geistern, die alles bisher übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so, ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du erst den Knauz X5 drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte hin zu untersuchen. Dann erfährst du so, wie du sie am besten überrascht. Also, Luigi, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Das heißt, wir müssen. Wow. Na, das wird ja lustig hier jetzt. Verdammt lustig, wie ich sehe. Oh, Luigi, gleich kommt die Scheiße zu dir. Oh. Wir sind hier anscheinend so wie bei Hänsel und Gretel.
Okay, hier sind wir am Ende. Hast du wirklich eine Wand dran gedürzen? Und trotzdem? Man kann auch wenn das die ganze Zeit einen Staubsauger anhaben. Von irgendwas so eine Verwandlung erst so schnell hinkriegen kann. Von Dingern. Hallo? Was haben wir denn da? Was ist denn da drüben? Das Igitts Geisterfibel gefunden. Möchtest du sie lesen? Ja, warum nicht? Na, Gläser, sicherlich hatten sie auch eben schon einmal Probleme mit Geistern, die sich nicht wirklich ohne weiteres erschrecken lassen, richtig? Sie verfügen über enormen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor Lichteinfall zu schützen. Was also, verehrte Leserschaft, wenn man von eben sturen Astralgestalten aufs Heftigste bedrängt wird, geht ihnen ein Lichtlein auf? Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen. Eine Möglichkeit, sie in einem unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Zeigt ein Gespenst sein Herz, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker Ding festzumachen. Lassen Sie sich von mir versichern, dass ich auf diese Weise bereits Dutzende von Geistern fangen konnte. Sah aber vorhin nicht so aus. Im ersten Part. Okay. Okay. Einfach nur abwarten. Oh Mann, wir kriegen da mal gut. Down. Jetzt langsam. War es für uns genug. Der hat auch genug von uns, wie es aussieht. Ja, wenn du gehst, ne? Wir sind schon irgendwo mies. Aber gut, wir müssen ja anscheinend ja ganz normal alles herausfinden. So ist das halt normal. Das ist doch mal ein Key. Wunderbar. Einen wunderbaren Key. Für diesen Zimmer. Okay. Sonst halt ist alles zu. So ist das. Da liegt ein Rätselbuch. Willst du das lesen? Wo immer Menschen ihre Kreise ziehen, tauchen Rätsel auf. Sich von ihnen abzuwenden, führt jedoch nie zu einer Lösung. Anstelle ihnen den Rücken zu kehren, sollte man einen anderen Blickwinkel verfolgen. Nicht selten öffnet sich ein neuer Pfad, der zur Lösung des Rätsels führt. Ein Buch mit dem Titel Die käsehafte Anziehungskraft der Dunkelheit. Möchtest du es lesen? Ja, warum nicht? Die Dunkelheit übt auf Geistermäuse eine vergleichbare Wirkung aus wie Käse auf echte Mäuse. In Dunkelheit strahlen sie eine goldene Ära der Aura der Zufriedenheit aus. Ich muss versuchen, noch vor der Morgendämmerung möglichst nah an sie heranzukommen. Gezeichnet Gerd Gauder. Dass jemand mit solchem Namen, dass du dingst. Oh, wir haben da noch ein. Wir haben doch noch so ein Dings. So. In dunklen Zimmern scheinen alles dann böse zu sein. Dafür haben wir ja den Schlüssel. Also nutzen wir den auch. Frag mich wahrscheinlich mit dem Schlüssel könnten wir nichts anderes sonst öffnen. Mario, wo bist du? Schlafzimmer des Hausherrn. Wie krieg ich dich, liebes Fräulein? Oh mein Gott. Hm.
Okay. Oh ja. Was ist ein Ton? Meine Güte, ist sie wie eine Hechtsuppe. Ah, okay. Da kannst du dich gleich wieder, kannst wieder gleich aufstehen, komm. Das ist kein Sinn und Zweck. So, genau. Jetzt haben wir dich. Ich fange. Das ist unsere. Das sind unsere. So. Das scheint aber auch nett schwer zu sein, das Spiel. Im Moment zumindest. Das scheint ein schönes, einfaches Game zu sein. Na gut, das ist halt auch der Anfang. Yeah. So, wunderbar. Noch ein weiterer Schlüssel. Oh yeah. Wo? Von dem Zimmer unten drunter. Für das Zimmer unten drunter. Aha. Wieso ist er jetzt ein Boss? Oder was ist da los? Hm, warum hat das so gedingt so? Wahrscheinlich Boss oder so irgendwas. Ich würde mal sagen, wir gucken mal. Kinderzimmer, das kann furchtbar sein. Wir müssen schon mal, wen wir haben. Ja genau, schrei doch so rum! Luigi. Okay. 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 Wie das mit der Störung hin? Ah! Boah. Wie kannst du so hart nur verzielen? Bah. War es fast schon, ne? Boah. Ich denke mal so oder so ähnlich soll es gehen wahrscheinlich. Und dann? Hm, auch nicht. Stoßen, ne. Nee, das kann ja gar nicht sein. Klingt ja alles auch nichts. Was ging denn wohl? Langsam zu blöd. Hm.
Ha, ich habe langsam echt keine Ahnung. Und da ist ja nichts. Oh! Okay, das ist nur eine Verarschertür. Also es ist nicht umsonst so, dass da nichts ist. Und da haben wir noch nichts. Geht ja auch nicht. Das heißt, wir sind gezwungen, hier irgendwas zu machen. Wahrscheinlich mit dem Ball. Mario! Ah, warte. Ich hatte meinen Geschmack. Hab Pferdchen Galopp. Aha. Hallo, spielst du mit mir? Alter! Junge! Ja, ich kann anscheinend mit dem Teddybären haben. Das ist nicht gerade gefährlich für mich. Komm, bring deinen letzten her. Danke. Jetzt? Was können wir denn jetzt machen, ey? Au! Bleib vor. Ah, ich will... Au! Und so sind wir und unser System. Hier! Okay. Da können wir ja eh nichts raus. Mit dem Ball! Ja, mitten ins Gesicht. Aua, das hat Aua gemacht. Dabei wollte ich doch nur mitspielen. Ihr große, große seid doof. Außerdem bist du größer als ich. Mir reicht's. Klein. Jetzt wird's schon kleiner. Oh mein Gott. What's happening here? Oh no. Ich bin hier ganz schön in der Klemme. Aber ich glaube, das werdet ihr erst im nächsten Part sehen. Mario! Ach, warum muss das erst im nächsten Part kommen? Dann würde ich mal sagen, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Man sieht sich bis zum nächsten Part. Ich höre mal weg. Bin ihr Ciao!